Hallo, willkommen zum vorläufig letzten Video in diesem Jahr. Heute geht es um die Telefunken EL8000. Es handelt sich dabei um eine sehr steile Breitbandpentode, genauer gesagt eine Endpentode. Diese Röhre wurde von 1964 bis 66 produziert, nur sehr kurz. Es wurden auch nur eine sehr geringe Stückzahl gefertigt. Warum diese Röhre in so einer geringen Stückzahl produziert wurde, ist nicht mehr wirklich zu reproduzieren. Ob es sich nur um eine Vorserienproduktion handelt oder ob es ein Problem mit der Röhre gab, Fragezeichen. Laut einer anderen Quelle gab es auch eine Serie von Siemens. Allerdings kann ich nicht sagen, wie viele davon produziert wurden. Wahrscheinlich auch nur in geringer Stückzahl. Wer mehr Informationen über diese Röhre hat, kann gerne mir das per Mail mitteilen. Dasselbe gilt auch für Datenblätter. Datenblätter sind relativ schwer zu bekommen. Ich habe nur eins gesehen von Telefunken. Das war hinter einer Paywall. Ansonsten gibt es ein Kurzdatenblatt in der Röhrentaschentabelle der 14. Auflage. Dieses habe ich ein bisschen zusammengestellt. Ist auch verlinkt in der Videobeschreibung inklusive aller Bilder. Die Beschaltung der Röhre ist eigentlich sehr typisch. Auf Stift Nummer 1 und Stift Nummer 3 ist die Kathode. Stift Nummer 2 ist das erste Steuergitter. Stift Nummer 4 und 5 ist die Heizung. Die Röhre ist indirekt geheizt mit 6,3 Volt bei 0,55 Ampere halt Strom. Stift Nummer 6 und 9 ist das zweite Steuergitter. Stift Nummer 8 ist das dritte Steuergitter zusammen mit der Schirmung. Und Stift Nummer 7 ist die Anode. So sieht das Datenblatt aus aus der Röhrentaschentabelle. Nochmal hier das Sockelbild. Wie gesagt, die Röhre ist ausgelegt als Breitbandverstärker und Endpentode. Der Sockelnummer ist der NO38, 6,3 Volt, 0,55 Ampere indirekt. Und sie soll liefern 65 Milliampere Anodenstrom im Arbeitspunkt. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil die Röhre ist doch ziemlich zierlich gebaut. Und sieht im Vergleich zur EL84 ziemlich mickrig aus, also vom System her. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die 65 mA nicht konstant gedacht sind. Also es macht so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das schauen wir uns gleich auf den Neuberger an. Die Beschaltung ist 190 Volt in der Anode. 275 Volt im zweiten Steuergitter und minus 8,7 Volt im ersten Steuergitter. Aber das sehen wir gleich im Neuberger, wie es sich in der Praxis macht. Jetzt erstmal zu den Bildern der Röhre. Wie sich hier schon erahnen lässt, die Röhre, das System ist wie gesagt sehr zierlich. Die Röhre ist ungefähr gleich hoch wie eine EL84 und besteht fast nur aus Luft bzw. fast nur aus Vakuum. Wurde produziert im Röhrenwerk Ulm. Wie gesagt, von 64 bis 66. Das ist die Röhre von der Seite. Man sieht hier, wie gesagt, den Anodenkäfig. Das ist der Käfig für das dritte Steuergitter. Und hier ist das System zu sehen. Das erste und zweite Steuergitter sowie die Kathode. Hier oben sind die Stifte und der Getterring bzw. die Halterung. Die Röhre ist sehr gut abgeschirmt, oben wie auch unten.
Seitenansicht. Die Röhre ist zur Radiationskühlung ausgelegt. Hier sieht man auch die Schirmung an den Kontaktstiften. Als Industrieröhre hat sie vergoldete Sockelstifte und gehört zu der Gruppe der Langlebigkeitsröhren sowie mit engen Toleranzen. Hier ist ein Versuch, das System zu fotografieren. Das war ein bisschen schwierig, weil das Innere der Röhre ist relativ schwierig zu sehen, noch schwieriger zu fotografieren. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht die graphitisierte Anode, um eine bessere Radiationskühlung zu gewährleisten. Die Schirmung innerhalb der Stiftkontakte. Noch mal Versuch reinzukommen. Das ist eine Nahaufnahme des Getterhalters und man sieht hier auch das zweite Steuergitter. Hier ist das erste Steuergitter und hier ist so ein bisschen versteckt das Kathodröhrchen, das ist nachher noch ein bisschen detaillierter zu sehen. Das Ganze von der Seite. Wie gesagt, die Röhre ist gut verpackt. Auch untenrum. Hier ist die Heizung, das sind die beiden Heizstifte und hier sieht man die Heizfäden, die im Kathodenröhrchen verschwinden. Und hier ist das Kathodenröhrchen ein bisschen besser zu sehen. Hier, das hier das ist das erste Steuergitter und das hier ist das zweite Steuergitter. Das ist der Pumpstutzen. Eine Detailaufnahme des Getterrings. Und die vergoldeten Kontakte mit der Telefunkenraute. Und das hier ist die Röhre im Betrieb. Und das ist die Fake-Verpackung. Ich habe die Röhre in diesem Nachdruck bekommen. Eine Originalverpackung habe ich leider nicht.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der Röhre im Betrieb, wie es sich auf Neuberger macht. So, es ist 2:42 Uhr, immer noch der 21.12. Und ich habe ja versprochen, dass wir zuerst einen kleinen Größenvergleich machen zwischen der EL84 und der EL 2000, Entschuldigung, 8000, Typ. Ich wiederhole den Satz, die EL84 auf der linken Seite mit der EL8000 auf der rechten Seite. Und man sieht schon, dass das System der EL8000 ist doch ein bisschen zierlicher als das der EL84. Und schauen wir mal, wie es auf dem Neuberger aussieht. So, dann bringen wir mal die Röhre in Stellung. So wie schon vorhin gesagt, das ist die Pinbelegung, die Stiftbelegung. Die Heizung ist auf 4 und 5. Die Kathode ist auf Stift Nummer 1 und Stift Nummer 3. Das erste Steuergitter ist auf Stift Nummer 2. Und es ist negativ. Das zweite Steuergitter ist auf Stift Nummer 6 und 9. Ist falsch. Nummer 6, Nummer 9. Das Ganze ist positiv. Und zum Schluss bleibt Gitter Nummer 3. Das ist Stift Nummer 8. Das geht auf Kathodenpotenzial. Und Stift Nummer 7, das bleibt das letzte übrig, ist die Anode. Und damit wäre die Röhre beschaltet. Der Neuberger ist komplett auf Null, also alle Einstellungen sind auf Null. Rot ist das Licht, das heißt, die Heizung funktioniert. Das heißt, funktioniert, sie hat Durchgang. Und dann stellen wir jetzt mal die Spannungen ein. Ich brauche zum einen natürlich die 6,3 Volt in der Heizung. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 6,3 Volt Bereich. Ich lasse die Spannung mal stehen auf 6,4, weil die bricht eh gleich ein, wenn ich die Röhre heize. Da muss sie eh nachgeregelt werden. Die Spannung des ersten Steuergitters sollte minus 8,7 sein. Ich habe immer noch Bauchschmerzen, wie einige Politiker irgendwelcher Parteien sagen würden. Ich sage jetzt mal, wir starten mit 20 Volt, minus 20 Volt Gitterspannung. Ich bin im 50 Volt Bereich, das ist die obere Skala. Und das ist ja nochmal minus 20 Volt Steuergitter. Da kann eigentlich nichts anbrennen. Wir brauchen 275 Volt. Im zweiten Steuergitter. Ich gehe in den 250 Volt Bereich. Komme aber wahrscheinlich jetzt nicht hoch.
Ich bin in der 500-Volt-Skala, das ist die zweite von oben. Durch 60, durch 75 klappt. Dasselbe machen wir es auch mit der Anode, die muss auf 190 Volt. Da gehe ich in den 200 Volt Bereich. Das ist 250 Volt Skala und stellen wir auf 190 Volt ein. So, dann müssen die Spannungen korrekt eingestellt. Das Ampermeter fehlt noch. So, schauen wir mal gerade noch mal durch, aber es passt. 1,3 ist die Kathode. 2 ist das erste Steuergitter, das ist negativ. Zweite Steuergitter ist positiv, 4,9. 4,5 ist die Heizung, 7 ist die Anode und 8 ist das Schirmgitter, das dritte Gitter, das ist auf Kathodenpotenzial. Ich habe Messmodus VXX mit 300 mA Messbereich. Passt somit alles. Das heißt, wir können die Röhre heizen. Die Heizspannung ist wie prophezeit eingebrochen auf 6,2, weil da jetzt die 0,55 Ampere Heizstrom fließen. Ich brauche 6,3, das heißt, gehen wir hier noch einen Tick hoch. Ist nah genug dran. Dann gehen wir mal weiter. Es ist kein Kurzschluss. Und es fließt auch kein Anodenstrom. Draußen hupt irgendjemand, der ist meiner Meinung. Wieso fließt kein Anodenstrom? Weil wahrscheinlich die Steuergitterspannung zu hoch ist. Kontrollieren wir mal gerade die Spannungen. Wir haben 20 minus 20 Volt im Steuergitter aus Sicherheitsgründen. Wie gesagt, 50 Volt Skala, die obere Skala. Wir haben 275 im zweiten Steuergitter auf der 500 Volt Skala und 190 Volt auf der 200 Volt Skala, das ist die obere in der Anode. Und ich reduziere jetzt mal die Spannung des Steuergitters, bis ein Anodenstrom einsetzt. Bei 10 Volt
Minus 10 Volt ist noch kein Anodenstrom passiert. Das heißt, ich gehe jetzt mal eine Stufe runter auf die 10 Volt Skala. Die 10 Volt Skala ist die zweite von unten. Hier passiert noch nicht viel. Jetzt bei 7 Volt, so minus 7 Volt. Da passiert was. Wir haben 0,2 mA. Es geht jetzt wieder flott. Das heißt, ich gehe noch mal eins tiefer in die 5 Volt Skala. Eine genauere Skala haben. Die 5 Volt Skala ist die untere Skala. Ich gehe mal noch mal auf die 4 Volt. Hier ist der Einsatz der Anoden, des Anodenstroms. Das sind ungefähr 4,3 minus 4,3 Volt. Volt. Ich habe 0,2, 3,5, 0,8 mA. Also minus 3,3, ich habe 1,3 mA Anodenstrom. Bei 3,2 habe ich 1,6. Bei 3,1 1,9. Und bei 3 Volt, also minus 3 Volt, habe ich 2,2 mA. Man sieht, die Röhre ist sehr steil, weil je geringer die Änderungen in der Gitterspannung wird, umso größer werden jetzt die Änderungen im Anodenstrom. Bei 2,9 habe ich schon 2,7. Habe ich 3,3. Habe ich 3,5. Habe ich schon 4,1. 2,5 Volt, also minus 2,5 Volt, 4,8 mA. Das 2,4 habe ich 5,6.
U3, 6,3, 2,27, 2,18 und bei minus 2 Volt, das wird die Prüfspannung vom Funke B19, habe ich 9 mA Anodenstrom. Schauen wir mal, wie die Spannungen eingebrochen sind in der Anode. Ist ein bisschen eingebrochen, erhöhe ich mal auf 190 nochmal. Und im G2 ist ungefähr gleich geblieben. Ich habe jetzt bei minus 2 Volt Gitter 9,7 mA Anodenstrom bei 190 Volt in der Anode. Wenn ich jetzt das auf 1,9 Volt erniedrige, habe ich schon 11,7 mA. Bei 1,8 habe ich 13,2. 1,7 minus 1,7, 14,8, 14,7 minus 1,6 habe ich 16,7 und minus 1,5 18,4. Spannung ist schon wieder eingebrochen. Das ist halt der Nachteil vom Neuberger, man muss halt die Spannungen dauernd nachregeln. In der Anode. Und 275 im G2 sind 21,5 mA bei minus 1,5 Gitterspannung. Minus 1,4 ab 28,29. Minus 1,3, ich habe 35 und natürlich schon Einbruch in den Spannungen. Habe ich die 190 Volt in der Anode noch mal nachgeregelt. Und habe schon 43 mA bei 1,3 minus 1,3 Volt Gitter. Wenn ich jetzt auf 1,2 gehe, Entschuldigung, 1,3, schon 49 mA. Bin wieder eingebrochen, also man sieht, jetzt steigt der Anodenstrom sehr stark. Und um zu verhindern, dass die Röhre jetzt wirklich in den IOL schicke, zwei
190, 75, jetzt habe ich meine 60 Milliampere Anodenstrom bei 190 Volt Anodenspannung und 275 Volt im G2. Bei bin ich minus 1,2 Volt im Steuergitter. Jetzt kann ich auch prüfen, ob die Röhre das Vakuum einigermaßen gut ist. Interessanterweise das ist der Kathodentest, der ist okay. Also die Kathode wird getrennt, es gibt keinen Kurzschluss zum Heizer. Aber der Vakuumtest sollte jetzt eigentlich nicht zu stark ausfallen. Das würde heißen, dass das Vakuum schon schlecht ist. Welches sind nun hochohmigen Widerstand mit einschließe. Okay. Ich gehe mal auf die minus 2 Volt zurück im Steuergitter, um dann den Strom ein bisschen zu begrenzen. Korrigiere wieder die Spannungen in der Anode. 190 und im G2. Jetzt habe ich wieder meine 11,8 Milliampere. Mache noch mal die Vakuumtest und der stürzt wieder ein. Das heißt, das Vakuum ist dann immer ganz so frisch. Okay, aber die Röhre funktioniert insofern. Man sieht, dass sie sehr steil ist. Wie jetzt das Datenblatt wirklich aussieht, ist so ein kleines Fragezeichen. Also die Daten in der Röhrentaschentabelle scheinen mir nicht zu 100% zu sein. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Die Röhre funktioniert. Es ist jetzt 3:05 Uhr. Nachtaufnahme ohne störendes Ampermeter. Mehr Fokus kriege ich nicht. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald.